Christmas, I have not mastered secret of first class yet. Wartet mal, das waren hier Graffiti sauber machen, Minesweeping. Ah, ja, da weiß ich jetzt gar nicht. Das mit dem Auto tanken könnte auch cool gewesen sein. Mal schauen. Ja, ja, klar. Ich mache mir eh keine Sorgen, aber ein bisschen frustrierend war die Mission gerade, weil ich nicht wusste, was das Spiel von mir will. Ich fahre jetzt mal kurz absichtlich einen großen Umweg wegen Dragon Balls und da ist schon einer auf dem Radar. Zwei sogar, perfekt. Ich glaube, wir sind hier richtig in der Gegend ungefähr so. So, hier sollte angeblich einer sein, aber vielleicht da drin irgendwo. Ah, okay, passt. Yes. Ist er hier? Oder doch zwischen den beiden Gassen? Wahrscheinlich eher dazwischen. Also in der Gasse, zwischen den beiden Gebäuden. Nee, müsste doch eher... Ah, Müllcontainer ist auch gut. Müllcontainer bringt vielleicht sogar Geld oder neues T-Shirt. Ich nehme beides gern. T-Shirt. Oh, das sieht cool aus, glaube ich. Was ist da drauf? Eine Eule? Dreh dich mal ins Licht. Nein, ich erkenne sie nicht. Ein Bär, ein Wolf, ein Einhorn, eine... Was bist du, T-Shirt? Was bist du? Drache vielleicht? Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Mit dem Wiederaufstellen umgefahrener Laternen. Ja, damit würde ich eine Menge verdienen, das stimmt. Tatarata. Hey, jetzt fehlen, glaube ich, noch... drei, oder? Ich glaube drei. Ich drehe hier noch eine Runde durch dieses Industriegebiet hier. Vielleicht haben wir Glück. Ich nehme mal den äußeren Ring. Aha, da ist schon einer. Aha. Durch Wände fahren kann ich noch nicht. Das Upgrade brauche ich noch. Kommt schon noch, bestimmt. Ghost Motorcycle. Ach! Da war er anscheinend. Ich habe es überhaupt nicht. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe ihn überfahren. Na dann. Aha, da ist schon der nächste. Nice, das läuft gut. Das läuft sogar so gut, dass ich mir fast sicher bin, dass ich den letzten nicht mehr finde. Es läuft zu gut. Ich traue der Sache nicht. Man muss teilweise schon sehr nah ran, bis die geladen werden. Und Geld. Sehr gut. Mann, wir müssen echt ein bisschen grinden, bis wir zum nächsten Boss dürfen. Ah, ist schon eine gute Idee, dass die das im Nachfolger verändert haben, das System. Wie gesagt, die ganzen Minijobs und so finde ich echt nett und cool und eine witzige, abgedrehte Idee, aber halt eigentlich immer nur so beim ersten Mal. Öfter als ein, zwei Mal machen die Jobs keinen Spaß. Und die Assassin-Jobs wiederholen sich auch sehr oft. Das ist wirklich eher eine Spielzeitstreckung, wenn man dann so viel verdienen muss. Nicht super elegant gemacht.
Ah, ach so, na gut. Geld nehmen wir auch. Das ist nicht ganz, warum ich hier bin, aber... habe ich auch nichts dagegen. Ich dachte schon, es ist noch ein Dragon Ball. Na gut, dann fahre ich jetzt von hier aus mal, weil scheinbar ist hier sonst nichts mehr zu unserem Missionsziel. Okay, schauen wir mal, ob ich mich richtig erinnere und man hier beim Müllsammeln wenigstens echt viel verdient. Ah, ansonsten machen wir halt ein paar Mal den Töte 100 Gegner Auftrag, der ist ganz gut. Dass man den Müll versehentlich vor sich herkicken kann und dann wieder weitergehen muss nach meinem Schritt, ist witzig und nervig. Aber ist eine nette Idee. Aber wahrscheinlich passiert einem das in Wirklichkeit auch ständig. So, hoffen wir, dass wir ein paar gute Müllflecken finden. Oh ja, da vor uns. Da haben sich ein paar wieder generiert. Die spawnen schon in sehr hoher Rate, die Müllpatzen da. Da kann man echt gut vor sich hin sammeln. Kann man echt ganz gut dauernd im Kreis sammeln eigentlich. Witzig. Die schmeißen den Müll so schnell weg hier in Santa Destroy, da kommt man gar nicht hinterher. Das stimmt. Man kann sagen, was man will, er hat immer gearbeitet. So, noch 30 Sekunden, da kriegen wir noch ein bisschen was zusammen. Und dann war das echt gar kein so schlechter Job. Na komm, nimm das. Schnell. 50 würde ich schon gern zusammenkriegen. Mehr ist noch besser. Na gut, passt. Das ist nicht schlecht. ...53.000 für ein bisschen Müll zusammenklauben. Boah, wir brauchen 300.000, glaube ich. Oder sogar 350. Ne? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber viel. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt knapp 200. Naja, schau. Cool. Easy peasy. Dann fahre ich jetzt zum Auftragskillerzentrum und nehme den Job nochmal an, wo man 100 Leute killt für 75.000. Und dann machen wir noch irgendwas. Und dann dürften wir es haben. So ziemlich. Ah, ich muss ein bisschen wegfahren. Sonst kann ich das Gebäude nicht betreten. Das kennen wir schon.
Welcome. Travis. Wo war denn der 50? 90.000? 90.000 sogar. What? Ich dachte 85, das ist ja noch besser. Okay, cool. Her damit. Komisch, oder? Warum soll man denn dann so Aufgaben machen, wo man maximal 30.000 kriegen kann und nur, wenn man sie perfekt löst, wenn man hier einfach mal schnell 100 Gegner tötet? Ich meine, das dauert schon ein bisschen, aber trotzdem. Na, die Wege hin und zurück spart man sich halt. Und dann hat man fast 100.000 auf einen Schlag. Das ist ja super. Komisch. Da passt das Balancing nicht so ganz, finde ich. Aber hey, gut für uns. Perfekt. Wieder das unzerstörbare Bushalteschild. Das kennen wir schon. Hey, aber ist das eine andere Mission, wie die ich beim letzten Mal gemacht habe? Nee, passt schon. Wir fahren jetzt quasi mit der U-Bahn zum Filmstudio. Genau, da ist dann die Mission. Biau! Achso, warte. Biau! Jetzt. Mit dem neuen Schwert geht's vielleicht sogar noch besser. Oder nicht so gut. Wer weiß. Schauen wir mal. Oh, das waren drei auf einen Streich. Sehr schön. Es macht schon Spaß, irgendwie hier so überpowered zu sein in der Mission. So, ein Fünftel der Zeit ist rum und ich habe über ein Drittel der Kills. Das ist gut. Das ist gut. Der lässt sich bei diesem von links nach rechts schwingen immer ziemlich viel Zeit, aber dafür hat er dann eine riesen Killzone. Das ist echt cool. Ja, nicht schlecht. Ich komme mit dem Spawn nicht nach. So, gleich haben wir es. Schön. Na komm her, nicht so weglaufen hier. Die!
Okay, das war's. Na, guck. Hey, ich glaube, vor allem kriege ich zufällig auch für jeden Kill wirklich nochmal Geld während der Mission und jetzt nochmal obendrauf das Preisgeld? Ich glaube nämlich schon. Und dann ist die Mission total crazy. Mensch, mit der wird man schnell reich. Ich glaube, wir haben jetzt schon fast das Geld zusammen. Also die 300.000. Wenn es 350.000 sind, hey, die machen wir gleich nochmal. Und dann sind wir reich. Das ist wirklich gut. Die Mission ist gut. Diese Mission ist überaus köstlich. Kriegt das Prädikat blutreich. Blutig. Blutitiös. Blutastisch. Mülleimer, 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 Mülleimer geht vor. Wow. Neues T-Shirt. Und was haben wir diesmal? Der Style gefällt mir schon mal. Ich verstehe nicht, was da drauf ist. G1. Und dann... in irgendeiner Cutscene, wenn wir es so lange anhaben, sehen wir es wahrscheinlich. Hat nicht länger gebraucht als Müllsammeln. Ja, ja, genau. Das ist schon krass. Die G-Kräfte, die da entstehen müssen. Wenn der mit der Geschwindigkeit plötzlich so sich seitlich stellt und zum Stopp kommt, der müsste durch die halbe Stadt katapultiert werden. Aber er ist halt Travis Touchdown. Der wird nicht so einfach rumkatapultiert. So, 90.000 nochmal. Und dann haben wir es. Glaube ich. Wenn die Wege nicht wären, das wäre halt echt total cool, auch für andere Jobs, wenn man einfach einen Replay-Button hätte, wenn man nicht immer hin und her fahren müsste. Wenn Bushaltestellen nicht das einzige unzerstörbare Objekt in dieser Stadt wären. Miau. Ich glaube, ich habe gerade durch das Killen mindestens 10.000 bekommen und dann nochmal 90.000 als Belohnung. Also quasi ungefähr gut 100.000. Und das ist echt ziemlich crazy. Für das bisschen. Miau. Es ist ein bisschen monoton, die Map. Aber es passt schon. Absolutes Chaos hier.
Ich habe das Gefühl, diesmal haben wir nicht ganz so viele Multikills, aber es dürfte zeitlich trotzdem überhaupt kein Problem werden. Jetzt am Schluss raus waren doch noch einige Multikills dabei. Und einer fehlt noch. Hallo? Beim ersten Mal hat es auch ein bisschen gedauert, bis der spawnt. Da ist er. Okay. Gut. Sehr schön. Und reicht's oder sind sogar noch mehr als 350? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es reicht noch nicht. Nein, wahrscheinlich brauchen wir noch 3000. Ah, wahrscheinlich sind es 40. Oder sind sogar noch mehr. Ich weiß es nicht mehr. Dann machen wir noch einen Job jetzt. Aber vielleicht einen anderen jetzt mal. Einfach nur der Abwechslung halber. Einen, den wir noch nicht gemacht haben. Machen wir ruhig so ein Baseball-Missionsdingens. Da bin ich zwar nicht sehr gut drin, aber es dürfte schon reichen für die paar tausend. Hoffe ich. Mal schauen. So, jetzt pass auf. Genau das da. Ich meine, 7000 pro Kill. Ein, zwei Kills kriege ich bestimmt hin. Das wird schon. Ich dachte schon, wir knallen gleich voll gegen den Zaun. Aber nix da. Nicht mit uns. Okay, schauen wir mal, ob ich es hinkrieg. Aber das Timing... Oh, come on! Nein, ist das gemein, ey. Na, immerhin. Okay. Passt, was will man mehr? Leicht verdientes Geld. Leicht verdiente 28 oder so und ein paar zerquetschte noch für die Kills an sich. Kein Rang. Oh Gott, waren wir so schlecht. Nicht mal Bronze. Gut genug.
Jawohl, genug Geld für den nächsten Kampf. Wunderbar. Wo ist unser Moped? Hey, ich wollte aber noch mal kurz auf die Karte gucken, weil ich noch schnell nach entlegenen Gegenden suchen will. Sag mir nicht, dass man die Dragon Balls auf der großen Karte auch sieht. Ich glaube, das Spiel spinnt ein bisschen. Das ist ja voll gut. Dann holen wir uns jetzt den letzten Dragon Ball noch schnell. Jetzt, wo ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. So Pi mal Daumen. Ich glaube, in die Richtung. Kommt mir gerade komisch vor. Ich glaube, ich bin falsch gefahren, oder? Na, könnte schon passen. Man sieht die tatsächlich, glaube ich, auf der Minimap. Das ist verrückt. Tja, wenn ich das früher gewusst hätte. Naja, wäre auch wurscht gewesen. Hätte auch nicht viel verändert. Und da dürfte er sein, der Letzte. Stimmt eigentlich, diese Sprungattacke und was wir da alles gelernt haben. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß gar nichts. Naja, cool. Haben wir doch noch alle gefunden. Und ich dachte noch, wir finden wahrscheinlich den letzten nie. Oh ja, stimmt. Wir müssen auch mal noch nach Hause. Aber da müssen wir nachher sowieso hin. Weil wir, glaube ich, noch ein Video haben, das wir noch lernen könnten. Einen neuen Wrestling-Move. Wir lernen die letzte Technik, den Dash. Cool. The Final Ball, genau, der letzte Ball. Ich habe meinen Part gespielt. Travis, you're now looking at yourself. Du siehst dich jetzt selber an. Was du siehst, wenn du dich in den Spiegel siehst, das ist, was dich erwartet. Es ist dein Schicksal. Mach damit, was du willst. Begib dich weiter abwärts auf dem Pfad des Mordens und das ist, was auf dich wartet. Aber zur Hölle, versteh mich nicht falsch. Das ist nicht alles schlecht. Nichts wartet für dich außerhalb oder hinter den Grenzen des Tötens. Es gibt kein Szenario eines Gipfels, den es zu erreichen gilt. Kein Topf voll Gold, kein Nirvana. Aber dieses Szenario ist nicht so schlimm. Wenn das wenn es das ist, auf was du zurückblicken willst, dann bitteschön, setz deinen Todesmarsch fort. Das Lied, das da im Hintergrund spielt, fällt mir gerade auf, ist das Lied, das der zweite Endboss singt, bevor man gegen ihn kämpft. Zögere nicht, töte, töte, töte. Ich habe meinen Part gespielt. Travis, sei der Beste. Tja. Recht hat er, weil nach dem ersten Teil kommt der zweite Teil, wo alles wieder von vorn losgeht. Und dann kommt bald der dritte Teil, wo es wieder weitergeht. So ist das. Das ist eine Lebensweisheit, das kann man sich merken. Ganz oft meint man, wenn ich dieses eine Ziel noch erreicht habe, wenn ich dieses eine noch hinter mich gebracht habe, dann wird endlich alles gut, dann habe ich es endlich geschafft. Aber das ist eine Lüge.
eine Lüge, die man sich selber vorlügt, weil dann kommt das nächste Ziel und dann kommt das nächste Hindernis, die nächste Hürde. Und so geht es immer weiter und weiter, bis man irgendwann mal lernt, dass man einfach mit dem zufrieden ist, was man hat. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem weiter nach mehr streben kann, aber man sollte nicht glauben, dass einem das langfristig glücklich macht. Weil das ist es nicht. Moment mal, ich fahre ganz falsch. Da müssen wir hin. So viel Geld. Na dann, weg damit. Dann ab in unser Hotelzimmer. Da schauen wir uns noch ein Video an, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Und dann reiten wir los.